Grillen möchte man auch die Verantwortlichen für den NSA-Abhörskandal. So lange grillen, bis sie mit der Wahrheit rausrücken. Aber das wäre Folter und sowas machen wir ja nicht. Die Amerikaner schon, aber die hören uns ja auch ab, diese Unmenschen. Wobei auch immer wieder betont wird, wie wichtig das für den Kampf gegen den Terror ist. Doch um jetzt mal knallharte Worte der Wahrheit aus den amerikanischen Freunden herauszupressen, hat die Bundesregierung gegen den NSA den HPF eingesetzt. Hans-Peter Friedrich. In Unionskreisen als der Dynamiker bekannt. Der Mann, der dem Ami die Meinung, aber mal so richtig. Ich würde den Amerikanern dringend raten, unsere Sorgen ernst zu nehmen. Denn wenn die Dinge, die in den Zeitungen stehen und was kolportiert wird, stimmen. Dann? Ja, was dann? Dann marschieren wir ein. Das ist zu hart. Dann gibt es kein Freihandelsabkommen. Das ist auch zu hart. Dann? Dann geht es gar nicht. Ach so, ja, klar. Es geht gar nicht. Spüren Sie es auch schon? Die Amis baten in Angstschweiß. Wie man wirklich kompetent mit der Abhörsituation umgeht, zeigt uns Regierungssprecher Steffen Seibert. Man kann schon reden, aber bleibt dennoch abhörsicher. Vernünftig ist, dass die politischen Spitzen, wenn sie miteinander darüber sprechen, wie mit der Sache umzugehen ist, wie ernst Vorwürfe zu nehmen sind und wie man damit umgeht, Vorwürfe zu besprechen, zu klären, zu verifizieren oder aus der Welt zu schaffen. Und vernünftig ist, dass über die tatsächliche Art dessen, was nachrichtendienstlich auf der einen oder anderen Seite getan worden ist, diejenigen sprechen, die intensive Detailkenntnis davon haben. Haben Sie das Prinzip verstanden? Sie müssen einfach so viel Wortmüll aufhäufen, bis bei der NSA in Utah die Festplatten überlaufen. Ein Seibert entspricht etwa 10.000 Gigabyte.